Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ihr seht, ich habe den Bogen in der Hand. Das heißt Folgendes, wir wollen wieder auf Jagd gehen, was einen Fuchs betrifft. Wir befinden uns aktuell voll im Jagdgebiet. Man kann es immer erst spät sehen. So, Revier, was ist das hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich Füchse jagen. Dieser verfluchte Fuchs. In der letzten Folge waren wir fast dran, aber dann ist er einfach unsichtbar geworden, wie in echt halt. Und ich flitze einfach mal, bis ich irgendwie einen Warnruf oder einen Rumschrei höre von irgendeinem Tier, das wir erstmal niederstrecken können, weil wir haben Hunger, obwohl wir gar keinen Hunger und Durst in diesem Spiel haben. Ja, ich simuliere das dann gerne, weil die Tiere nicht umsonst sterben sollen. Ne? Okay. Wir sind raus aus dem Bereich, dann geht die Musik auch alle, ich verstehe. Okay, dann lass uns erstmal eine Runde durch den Wald flitzen. Ah, sieht das fantastisch aus. Und hoffen, ich wollte eigentlich gerne mal dahin gehen. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Gebiet das hier ist. Aber das werden wir gleich rausfinden. Oh, wie sind's? Okay. Die sind aber echt gut vertreten hier auf der Map, ne? Die sind überall, die Dinger. Gut, aber wir wollen Füchsle jagen. Naja, wenn ich einen Wiesen finde, dann werde ich auch drauf schießen, keine Frage. Und wir haben hier eine wunderschöne Jagdecke für Füchschenjagd. Ja. Wir hatten Glück letzte Folge. Da ist der vor uns hergelaufen und ab und zu hat er einen Bogen geschlagen. Und dadurch kamen wir an den Fuchs näher dran und konnten vielleicht einen Lackschuss machen. Oder Lackshot, hört sich besser an. Aber dann ist er unsichtbar geworden. Ich höre doch die ganze Zeit was laufen. Ja, ab und zu. Okay. Einfach mal latschen. Er wird sich schon gleich was bemerkbar machen. There should be a track nearby. Mit den Wiesenspuren? Okay. Da bin ich jetzt ja mal gespannt, wie ein Flitzebogen. Das passt ja sogar, ne? Ja, das ist kein Wiesens. Hier ist ein Reh. Oh, Reh. Wurde schon lange nicht geschossen. Ganz human mit einem Flitze. Ne, human mit einem Flitzebogen gibt's nicht. Okay, ein Reh. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Rehe sind ja ziemlich, wie soll man sagen, dumm. Ne? Die kommen einfach auf einen zu und lassen sich aus 10 Meter entfernen, wenn überhaupt, schon abschießen. Aber damit wir nicht ganz so ohne Erfolg rausgehen, werde ich eins schießen. In jeder Folge soll mindestens ein Tier sterben. Naja, hört sich auch böse an, aber ich meine natürlich eins erlegt werden, was wir dann verwerten. Damit es nicht umsonst stirbt. Das ist auch ganz wichtig. So, wenn wir das Reh jagen, könnte natürlich auch ein Wölfskin irgendwo jaulen, bellen und was auch immer der macht. Oh. Das sieht aus, als ob wir da eine sehr, sehr große freie Fläche gleich haben. Könnte interessant aussehen. Ich nehme mal das hier kurz, damit wir ein bisschen Fernglasersatz haben. Da unten ist es. Damit darf... Das ist ein Fuchs. Das ist ein verfluchter Fuchs. Nee. Also auf der Entfernung brauchst du gar nicht versuchen. Das ist ein Füchsle. Der wird niemals auf mich zukommen. Warum gehen die eigentlich mal weg von mir? Warum kommt die nicht auf mich zu? Wind steht supi. Das werden die Fuchsspuren sein. Ich würde jetzt einfach auf zurennen. Jetzt verschwindet er in die dicken Gebüsch da, ey. Verdammt. Warnruf. Boah, wie nah der war, obwohl der eigentlich so weit weg ist. So, jetzt weiß ich nicht, ob er nach links oder nach rechts wegrennt. Wie könnte der mich jetzt hören mit den paar kleinen Schritten, die ich hier mache? Riechen konnte er mich nicht. Der Wind geht nach rechts weg. Das war nur ein Warnruf. Weiß nicht, dass er wegrennt. Hoffentlich. Ich bin leise. Es war ein Fuchs. Was für ein Glück. So schnell. Vielleicht hat er aber auch Glück und wird unsichtbar. Dann habe ich einen Salat. Komm, Attacke, Hü. Er bringt nichts, der ist im hohen Gras da. Werde ich ihn niemals sehen. Da kann ich mich reinschleichen, dann hört er mich und haut ab. Wow. Der blutet, der blutet. Er liegt. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Der erste Treffer war schon eine Fleischwunde. Oh gut, dass wir nochmal geschossen haben. Wir haben's geschafft, verflucht. Wie kann man da so Glück haben? You got it. You got it. I'll let Zamel know he's found a fellow bow hunting enthusiast.
Wir haben es geschafft. He wondered if you wanted to test run another new product. I guess you got his attention and now he wants your input. Er läuft mir einfach irgendwie. There's a new roe deer scent on the market that he wanted you to try out. Apparently, it's a perfect imitation of, well, deer urine. Care to try it out? Ich soll, warte mal, jetzt. When lure hunting like this, it always helps to find an elevated spot in a clearing or open field. A hunting stand hides you and your scent from an animal, so be sure to take advantage of them. Okay, das hört sich auch wieder eine Scheißmission an. Ich soll diesen doofen Tierduft nutzen. Mann, falscher Knopf. Ich hatte einen. Aber nicht dabei, aber wir können uns ja ein Zelt holen. Und da war es mit Königsberg, jetzt bin ich total aus Konzept. Eingabe. Gefällt dir der Bogen, den ich dir empfohlen habe? Schau mal mein Rehgebiet an. Okay. Versuche beim Petershainsee Fuchsrufe zu identifizieren. Wir haben da ein paar Tiere gesichtet und ich möchte mehr über den Bestand erfahren. Erleger in Königsberg, Mann, hör auf da rumzurubbeln. Rehe, indem du den Duft benutzt. Scheiße. Ist das ein Rehe, ne? Ein Dammhirsch. Nee, du rennst nicht weit. Ach, das war voll über ihn rüber. Ja, komm, hat er mal Erfolg? Okay, boah, was waren das jetzt? 80 Missionen oder was? Wo kommt der auf einmal her? Ja gut, der hat mich nicht schießen können. Ich habe mit dem Flitzebogen geballert. Boah, krass, da kommt der Fuchs einfach vor meine Nase und lässt sich abknallen. Der Arme. Gut, dann gucken wir doch jetzt mal auf die Mission. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen, das war so viel auf einmal, Missionsliste. Der Dr. Sommer möchte, nein Sommer, du riechst so gut, geh nach Königsberg, benutze Rehduft, erlege 3 Rehe und verwerte sie. 3 Rehe? Boah, das gab gut Kohle. Nebenmission Jäger, geh nach Rathenfels, finde 5 Spuren von denselben Dammhirsch. Das hört sich aber einfach an, einfach hinterher rennen. Nochmal Sommer. Gehe nach Spreeberg, identifiziere Ruf eines Rehs, finde die Spur eines Rehs, finde die Losung eines Rehs. Warum kriegen wir denn auf einmal so viele Missionen? Geht zum Petershainer See, identifiziere 2 Rufe von verschiedenen Füchsen. Sind wir direkt am Petershainer See? Kann das sein? Wo bin ich denn überhaupt? Nein, das ist nicht Petershainer See. Dass es mir nie angezeigt wird. Spreeberg. See. Das ist eine bescheuerte Petershainer See. Petershainer See, da ist er. Aber das war eine blöde Mission, oder? 2 Rufe von Füchsen. Okay, wir gucken mal beim Petershainer See. Machen wir einfach mal. Wir haben überall. Nein, nicht Wegpunkt setzen. Schnellreise. Wir haben ja überall die Möglichkeit, jetzt hier Quests zu machen. Und wisst ihr was? Das gibt gut Kohle. Das gibt gut Tatas. Geht zum Petershainer See. Ziel abgeschlossen. Wir waren da aber auch schon im richtigen Questgebiet. Identifiziere Rufe. Ja, ist ja egal, welche Rufe, oder? Lauf. Wo können wir denn hinlaufen, so schön? Ich laufe mal um den See herum. Ach, die Windräder. Ja, die Map ist so geil, ne? Und ich muss immer wieder betonen, wenn das ein Survival-Game wäre, wie heftig schön das wäre. Mal eins ohne Zombies, ohne Monster, ohne Bösewichte, wo wir einfach nur Survival müssen. Das wäre mal ein Spiel, ne? Okay. Als Hauptmission muss ich aber trotzdem nochmal gucken. Haben wir tatsächlich die hier, ne? Und die. Gehe in den Südosten von Petershain, schieße ein Foto eines Dammschützes und den Königsberger See im Hintergrund. Ach, die Mission stimmt. Die ist ziemlich aktuell. Gehe nach Königsberg, benutze einen Rehduft, erlege 3 Rehe. Okay, komm, wir machen das mit den 3 Rehen. Das ist viel spannender, als jetzt mit doofen Rufen hinterher zu rennen, ne? Rehduft kaufen. Na, warum nicht? Und hoppala. Achso, ich wollte eine Fahne einkaufen gehen, das ist natürlich falsch. Eine wunderschöne Hütte hier, fett am See. Ich würde gar nicht weggehen. Ich würde mir hier einen Kasten Bier hinstellen im Wasser und dann Spaß haben. Lass die Tiere doch Tiere sein. Rothirschduft, Rehduft. Kaufen. Und dann ab in Inventar damit. Nein, falscher Knopf. Garage, Laden.
Rucksack. Redluft werde ich noch nicht in der Tasche haben, ne? Lockbilder. Tatsächlich. Wo ist es denn hin jetzt? Da. Elchduft, Redluft. Redluft ist in der Tasche. Mein schöner rosa Zelt auch. Wunderbar. Wir haben schon wieder ein Zelt da. Irgendwie scheint das nicht so klappen mit den Zelten. Und wir sollen dann mit dem Redduft, den ich mir aber noch ganz kurz mal auf den Quickslot lege, auf die Nummer 8. Was ist das schon, das Inventar? So. Auf die Nummer 8 lege. Und wir bräuchten rein technisch eine schwachere Waffe. Das ist sehr schade. Weil die zu heftig ist, um Rehe abzuknallen mit 7 mm. Achso, Visiere, ich wollte schon sagen. Da haben wir die zur Auswahl. Die Anfangs-Handmans, nein. Range Master ist die heftigste. White Lock ist, glaube ich, die 30-30. Ja, da muss ich natürlich 30-30 Munition mitnehmen. Ich frage mich nicht, wie viele ich jetzt habe. Ich drücke jetzt die ganze Zeit auf falsche Knöpfe, es ist Feierabend. Einfach überfordert, weil der Fuchs einfach vor meiner Nase lief. So. Hey, warum habe ich denn... Achso, Unterheber-Repellatiergewehr. Hat gar kein... Oh, verdammt. Dafür haben wir kein Visier gekauft. Ist aber egal. Ohne Visier schießen macht tatsächlich sogar ein bisschen Spaß. Oh. Das reicht mir aber derb. Okay, wir sollten... Ich habe schon wieder vergessen. Entschuldigung. Königsberg. Gehen nach Königsberg. Da können wir hingehen oder wir teleportieren uns dahin. Königsberg. Also das ganze Gebiet ist... Ach, wir sind in Königsberg. Ein Questgebiet. Hier oben haben wir noch ein Zelt. Ja, wir haben viele Zelte. Ich habe gar nicht so viele gekauft. Naja, wir wollen uns nicht beschweren, dass wir Zelte haben. Oh mein, Kommentar lesen schnell. So, hier ist das blaue Zelt. Ach, wir sind am Schloss, sehr schön. Okay. Mal wieder Kimmer und Korn, ist ja auch was Feines. Aber oh, bin ich froh, das wird hier erledigt, haben die Mission. Sprung vor Freude. Noch ein Sprung vor Freude. Und nein, weiterer Sprung vor Freude. Jetzt müssen wir Redluft verstreuen. Da ist das Redluft. Duft. Ich würde sagen, wir... finden erstmal ein Reh. 3 Stück ist schon eine Hausnummer. Rehe sind Gott sei Dank leicht zu legen. Wir können schön mit dem Quad rumfahren, aber das macht nur so Krach. Wow. Okay, da ist schon mal irgendwas. Lass uns das schon mal begutachten. Aber wie der Duft funktioniert, ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt, weil auch wenn der $1500 kostet hier, geht das Reh dann automatisch dahin. Okay, es ist natürlich nah am Ufer, muss ich aufpassen. Kleine Spürchen? Ja, ganz kleine Spuren. Könnten Rehe sein. Rothirsch. Verflucht. Und draußen ist wieder feinster Sommer in Deutschland, voller Regen. Einfach mal so Rehe finden, das ist natürlich lustig. Man braucht die ganze Zeit nicht, dass die das Döschen in der Hand haben. Ich hätte auch den Bogen austauschen können gegen einen anderen Flinte, ne? Aber ist egal. Mit dem Bogen macht es langsam aber sicher Spaß. Dieser klitzekleine Jagderfolg, den wir jetzt hatten. Okay, boah, ist das ein See? Er ist gigantisch. Na, noch hatten wir keinen Regen. Das ist ein Ding heute. Ist das meine Hütte da hinten? Nee, ne? Ne, das ist irgendeine fremde Hütte. Das ist noch unentdecktes Zeugs. Rotwald waren wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? So ganz knapp angeschnitten. Naja, ich habe ja keinen Aufsatz jetzt fürs Gewehr. Das ist natürlich hart. Wenn jetzt was kommt, auf größeren Distanzen haben wir nur Glück mit dem Schuss. Hui. Hier bin ich doch letztes Mal lang gelaufen schon, oder? Ach, nix für den Reh. Das Problem ist, woher soll ich wissen, wo ich das hinsprühen soll? Das ist die Frage der Fragen. Einfach irgendwo, das spottet dann nicht einfach so ein Reh, ne? Wenn ich da irgendwo hinsprühe. Wir reisen schnell.
Da sind wir noch fremd. So. Wie einfach so ein Reh finden ist ja nie drin. Obwohl, wir haben vorhin einfach Rehspuren gefunden, tatsächlich. That should be a track nearby. Komm, sag's doch mal. Das sagt ihr immer nur am Anfang. Stopp! Ich könnte jetzt hier überall Rehduft hinsprühen, aber das bringt mir ja nichts. Kommt ja nicht, deswegen kommt ja kein Reh vom Weltall geflogen und stellt sich da hin. Was ist das für ein Geräusch? Fährt da irgendwo eine Schuschu-Eisenbahn? Wir laufen auf dieses Geräusch direkt zu. Also benutze Rehduft und lege 3 Rehe. Das hört sich an, als ob das super leicht war. Rehe sind echt leicht zu erlegen. Aber müssen die vorher daran riechen? Müssen sie, muss ich einfach nur jetzt irgendwo hier die Rehpipi hinsprühen und fertig ist die Geschichte? Und einfach auf eins knallen? Peng? Wir werden es rausfinden, indem wir jetzt ein Reh suchen. Rehe? Wo seid ihr? Nicht so das Rehgebiet hier, glaube ich. Eher so wiesend. Keine einzige Spur. Weit und breit von irgendeinem Tier. Also ich manchmal. Identifiziert eines Reh. Ziel abgeschlossen. Okay, guck mal jetzt hier. Now all you do is wait. Nothing beats that fresh air. Well, can't say the same for you. Ich sollte einfach nur Rehduft sprühen. Oh, das ist so dumm, ne? Direkt am Hang. Einfach nicht bewegen. Wir machen kein Geräusch. Wir sind so gut wie unsichtbar. Er hat mich gesehen. Er kam von rechts. Aber der Ruf kam nur von da. Wo ist er nur hin? Was ist hier los? Es ist direkt hier gegenüber von mir. Hat immer die falschen Scheißtröten in der Hand, ne? Ich kann mir diese Knöpfe nicht merken. Doppel. Boah, wie schnell er nachladen kann, ne? Durch den Skillen. Das war dann Reh Nummer 1. Einmal Muskel Darm. Oh Gott. Kein schöner Schuss. Aber halt das richtige Kaliber, ne? So, jetzt muss ich einmal ganz kurz im Questlog reingucken, ob wir was abgehakt bekommen haben. Geh in den Künstler, benutze den Rehduft, erlege 3 Rehe und verwerte sie. Das muss ich einfach nur 3 Rehe erschießen. Hört sich furchtbar an, ist aber so. Das wird wahrscheinlich die Spur dieses Rehs gewesen sein von gerade, ne? Ein Dammhirsch. Das war natürlich nicht das Reh. Oder habe ich jetzt einen Dammhirsch zerlegt? Nee, ne? Das war ein Reh. Ich habe mich auch mit einem Reh Lockruf angezogen. Na, wir werden es rausfinden, wenn wir 2 weitere erlegen. Wir haben die Fuchsmission erledigt. Habe ich nicht gerade gesagt, hier ist keine Rehecke und zack, bumm, kommt ein Reh, ne? Ein Ding. Ja, das war kein Damage, das war ein Reh, das haben wir doch gesehen. So. Und jetzt wieder weit und breit nichts. Nicht mal ein tollpatschiger Wiesent läuft hier rum. Ein Frosch. Hab ich gehört. Ah, das ist noch der Dammhirsch. Ich glaube, das ist aber die Spur rückwärts, die wir gerade gehen. Aber ich will jetzt kein Dammhirsch jagen. Ich will Reh jagen. Aber die verstehen sich, glaube ich, ganz gut. Ja, wäre rückwärts gegangen. Die Dammhirschleins, der war bestimmt trinken. Dann Glück, der darf weiterleben. Da unten ist irgendwas, oder? Ne, das war ein Krümmel auf dem Monitor. 3 Rehe töten.
Zerlegen. Scheiße. Es ist gar nicht die Mission. Die sind echt was für Menschen mit viel Geduld, ne? Also das mit dem Fuchs hat er jetzt ja wie lange gedauert? 80.000 Jahre? Und jetzt müssen wir drei Rehe finden, was ja eigentlich nicht so schwer ist. Das ist einfach nur rumlaufen, warten, andocken, schießen. Also sollte eigentlich ganz easy peasy laufen. Aber ja, wenn dann gar nichts kommt, dann ist das sehr deprimierend. Aber ist jetzt wieder Suche noch nicht lange. So. Ich glaube, der Damisch war das, der da vor uns weggerannt ist. Vorhin. Wo ich gedacht habe, dass das Reh von rechts auf einmal kam. Weil das kam ja dann doch von links. So, weil wir so viel Krach gemacht haben, teleportieren wir uns ein bisschen hin und her. Ne? Was haltet ihr davon? Machen wir hier oben an. Am Zelt ist natürlich wunderschön. Am Spreebergsee. Oh, teleporten ist halt so eine Sache. Simulationsmäßig eher unrealistisch. Seht ihr, das hat sich schon gelohnt. Rot hier Schwanruf, der kann so warten, wie er Lust hat. Mich interessiert nur das Reh momentan. Oh Gott, hier siehst du ja gar nichts. Seht ihr irgendwo ein Reh? Boah, ich bitte nicht aus der Distanz mit Kim und Korn. Das wird spannend. Gecalled? Das Ding ist verrückt. Wartet ab. Das kommt. Wir müssen nur Jagdgeduld haben. Jagdgeduld. Und die Sache ist geritzt. Oh, ich glaube, aus der Distanz wird er sofort die Hufen in die Hand nehmen und abhauen, oder? Ich darf hier so laut quatschen, ne? Nein, Quatsch, das hört mich ja nicht. Warum tue ich das überhaupt? Nimm mir ein scheiß Gewehr. Wo ist es hin? Boah, die sind super schnell. Scheiße, ich muss schon wieder das Sprüh benutzen, wa? Nö. Einfach mit wilder rumsprühen. Reh! Wir haben nicht geschossen, also keinen lauten Schuss von uns gegeben. Kann sein, dass wir Glück haben. Und hier nichts verscheucht haben, außer den einen Typen. Das ist ein Rehlein, das war ein Weibchen, okay. Aber wir haben noch weitere Spuren. Von Rothirsch will ich aber nicht. Okay, das Reh wird sich beruhigen, es wird sich beruhigen. Es geht den Rothirsch hinterher, komisch. Ah, warum habe ich denn jetzt damit geschossen, Mann? Ey, so dumm, ne? Blöder Rothirsch, nein. Da. Vielleicht kommt ein neues Reh. Ja, keine Frage. Es sind noch mehrere Spuren. Also es könnte ein Rudel oder eine Herde sein. Ein Rothirsch, verdammt. Rothirsch. Mist, ich renne Rothirsch hinterher. Das ist falsch. Dazwischen hier irgendwo das Reh. Nein. Jetzt flitzt sich hier doofen Rothirsch hinterher. So ein kleiner Köttelchen her. Das muss doch Reh sein. Okay. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Fäkalhumor. Haha. Tolle Errungenschaft. Okay, sind bestimmt Sippeln gegangen am Wasser.
Wasser. Ich renne da einfach mal eiskalt hin. Rehe interessieren mich ja eigentlich nicht, Rothirsche. Ich würde natürlich einen Rothirsch mitnehmen. Und tamen. Na, die sind nicht mehr im Wasser. Die sind schon über alle Berge. Der andere Rothirsch hat gepetzt. Der mich erwischt hat. Das wäre krass, wenn wir 2 Missionen in einer Folge schaffen würden, oder? So, bitte ein Rehruf noch, komm. Also 2 bräuchten wir eigentlich noch. Wenn wir so ein dickes Rudel treffen würden, sehen würden, wäre das natürlich mega, mega super. Maria, sind aber auch dumm, ne? Warnrufen kommt dann genau dahin, wo es mich gewittert hat. Das tut mir fast leid. CB60, was ist das denn für ein Add-on? Muss ich gleich mal gucken. Wir haben das. Ach so, das ist bestimmt das Fahrzeug, ne? Ja, gut. Ich lese gerade auf rechten Monitor, sehe ich gerade das Spiel. So, laufen wir entgegengesetzte Spuren. Mein Ziel sind Rehe. Und wir haben jetzt schon öfter ein Reh gehört. Also, ich habe ein gutes Gefühl, dass das noch klappt. Später haben wir überhaupt schon. Ach du Jemini. Ein Schloss. Will ich aber nicht hin. Rehe gibt es nicht wenig. Ne? Die gibt es eigentlich ziemlich häufig hier auf der Map. Im Wald. Vielleicht sollten wir uns wieder ein bisschen teleportieren. Fürs Jagdglück. Nein, falscher Knopf. So. Denn da spawnen dann die Tiere neu. Und das Ganze wird etwas schneller vonstatten gehen. Oder die sind schon gespawnt und wissen nur nicht, dass wir da sind, weil sonst ich gehört haben, weil ich nicht da war. Und mich dann her teleportiere. So, ich bin auch mit einem Warnruf zufrieden. Das Ding kommt ja eh angelaufen. Ob es Warnruf macht oder nicht, wo laufe ich denn gerade hin überhaupt? Zu dem Hochstand. Also in dem Bereich, wo wir gerade waren. Das ist die Frage. Wenn wir jetzt mit einem Quad hier langfahren würden, kann ich die Schreier dann sehen? Mein Schrei ist falsch. Ich meine natürlich die Rufe. Kein Geräusch, kein gar nichts. Schön daneben gesendet aber auch, ne? Richtig schön daneben gesendet. Okay. Ja, mit dem Pfeil. Ich rede von dem Pfeil. Ärgere mich gerade noch. So. Reh. Muss aber ein Reh sein. Ist überhaupt kein Tier mehr da. Krach machen. Das soll mich doch hören. Das soll warnen. Oder brumpfen. Jetzt haben wir 2 Rehe haben wir jetzt aufgespürt. Das gilt dann als abgeschlossen scheinbar. Aber wir müssen trotzdem noch 1 aufspüren und 2 erlegen. Laut meiner Rechnung. Den Duft haben wir benutzt, das hat überhaupt keinen Sinn gegeben. Wir haben einfach irgendwo hingesprüht und dann kommt der Dreher eh nicht hin. So lange lebt das gar nicht. Soll ich mal hier am Ufer gucken? Da haben wir ja oft Glück, weil die Tiere natürlich auch Durst haben. So, schön zugewuchert hier alles. So blöd die sich wieder. Also die Grafik-Engine ist echt mega. Hammer. Spuren. Den gehen wir auf der Spur. Da wollen wir mal gucken. Ob wir hier ein Rehlein finden. Sind sehr winzige Spuren? Das ist blöder Dammhirsch. Blöder Dammhirsch. Weg mit dir. Das hört sich nach Reh an. Okay, es war ein Brummschrei. Falsche Tröte. 4 ist die. Ich laufe mal bis zu dem Baum. Wieder so gemein. Ja, so ein panisch rufendes Reh sind wir jetzt gerade, ne? Okay, jetzt einfach verharren. Wir sind sichtbar. Wir müssen aufpassen. Ihr seht das gerade. Wir haben nur Kimmo und Korn, was die Jagd mega erschwert. Es hat gebrummt. Es ist interessiert, auf jeden Fall.
Ist es da? Es flackert da so komisch. Na, wir haben auch einen minimalen Zoom. Den haben wir auch schon freigeschaltet, wenn wir gucken. Aber da ist gerade die Quest nicht aktualisiert. Ganz leise. Das kann nicht weit sein. Es hat noch nicht gewarnt, also ich gehe schwer davon aus, dass es da noch rumsteht. Das ist nicht gleich auch, wenn man neben mir steht. Ein weiteres Reh, komm. Ich will diese Mission schaffen. Ich will meine Arbeitgeber glücklich machen. Also sind wir eigentlich lautlos, wenn man sich das anguckt. Im hohen Gras aber nur. Ich sehe nicht. Ich sehe Staub. Aber man sieht nichts. Puh, ich bin aus Versehen aufgestanden. Armes Ding. Großes Teil. Ein Reh. Ein Bronzeschuss. Und der war direkt Lungenflügel, Herz. Für einen Affektschuss, aber trotzdem sehr gut noch geschossen. Und es darf natürlich nicht fehlen, Regen. Gewehrbonus 47. Wir haben aber alles schon freigeschaltet, also keine Sache. So, laut Aufgabe nur noch ein Reh zerlegen. Das arme Vieh. Kumpel Google rein. Kumpel Google. Einfach mal ein Stückerle rennen. Da wird schon eins sich wieder melden. Die sind aber auch traurig doof. Fast so doof wie ich, weil ich stehe auch fast neben denen. Mal einfach stur laufen. Halt mal, bin ich hier überhaupt im richtigen Bereich? Ja, ne? Königs. Nee, nee, das war Königsberg, ne? Ich hab falsch geschossen. Also, das ist ja woanders. Also, mit einem Spreeberg. Geh nach Ratenfels. Du riechst so gut. Benutze den Reduft. Erlege drei. Oh, Königsberg. Ich hab mich falsch teleportiert, oder was? Mann, guck mal, so knapp an der Grenze waren wir. Wie kacke ist das denn? Nicht Wegpunkt. Komm, hier am See ist besser. Und zwar oben auf dem Berg. Obwohl das eigentlich Akkibiose ist, ne? Scheiße, jetzt haben wir einen Reh umsonst geschossen. Das arme Vieh. Fiel mir aber gerade spontan selber noch auf. Wir haben schon 35 von 48 Erfahrungen bei der Errungenschaft von Steam. Sehr interessant. Ein Warnruf, 4, das kommt. Das reicht. Unschärfe-Effekt ist heftig. Das wird jetzt kommen. Das Reh Nummer 2. Da wackelt schon irgendwas. Wo bist du, Rehlein? Wir machen kein Geräusch, wenn wir langsam gehen. Und wir sind auch nicht besser sichtbar. Ah, wir sind schon so gut gegrillte Jäger. Stehe ich? Nee, ne? Jetzt stehe ich, ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt kommen sollte oder nicht. Also es ist immer schwierig. Es ist halt Jagen, ne? Kann sein, dass es jetzt weggerannt ist schon oder so. Da ist es doch, oder?
Oh, da war ein Reh. Boah, das war aber ein guter Schuss, wa? Ist ja sofort umgefallen. Impressive. Seems like the scent did the trick. Oh. I'll pass on the results to Sommer. Sommer, du riechst so gut. Ja, erledigt. Wir wären Punkte 51. Und Geldbonus 4.191, ja, im Ernst? Wie geil ist das denn? Okay, und der Hirsch am See. Das ist eine Scheißmission, wieder. Finde Spuren von denselben Dammhirschen. Fünf Spuren, da renne ich ihn einfach hinterher, dann habe ich das doch gemacht. Gehe nach Spreeberg, identifiziere einen Ruf eines Rehs und finde seine finde eine Spur und die Losung bei Spreeberg. Wir haben zwei Missionen erledigt. Respekt. Finde seine Losung. Eigentlich muss ich da auch nur ein Reh hinterher rennen, das war's. 750 Erfahrungsbonus. Aber ich liebe es. Missionen machen, macht Spaß, wenn sie funktionieren. War jetzt ja machbar, aus, hat es wahrscheinlich falsch gezählt, denn eine war ja gar nicht im Jagdgebiet, wo wir hin sollten. Wahrscheinlich dürfen wir die Tiere egal wo erschießen. Ich habe ein Reh. Okay, damit danke fürs Zusehen. Wir sind in der nächsten Folge. Mann, habe ich da ein Loch reingeschossen? Boah, war das Sound heftig. Wow. Bis zur nächsten Folge.